Ja, herzlich willkommen wieder zurück bei Ergo Games. Jo. Na, mit WWE 13 und wir sind immer noch bei, wir sind jetzt bei unserer vierten Ausgabe von dem WWE Best of the Best Champions Turnier. Ja, ihr habt schon die ersten guten Kämpfe gesehen. Wir sind halt noch nicht mit den Qualifikationskämpfen zu Ende, deswegen zeigen wir euch heute extra, soweit wie es geht, die restlichen Kämpfe noch. Müssten ungefähr noch, wie viele Kämpfe sind es ungefähr noch? Oh, es sind noch ein paar, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet. Also jetzt nicht durchgerechnet. Aber ich glaube 9 oder so für die Vorrunde. 9, ja gut, wir werden ungefähr 4 oder so. Wir werden heute versuchen, so viele Matches wie möglich zu machen. Ja, wir werden versuchen, so viele Matches wie möglich. Wenn es 2 sind und der Folge ist auch okay, wenn es 3 sind, auch okay. So. Genau, wir versuchen halt, dass wir dann genau die Zeit mit einhalten. Ja, und wir machen heute auch Dauerdrehen, wir machen nämlich nach dem Video wahrscheinlich noch eins, mal gucken. Genau, wir machen dann gleich im Anschluss weiter. Was ihr dann natürlich erst später sehen werdet. Genau. In der nächsten Folge sozusagen. Genau. Ja, und dann werden wir das gleiche machen wie immer. Verlosen wir mal. Genau. Wir losen erstmal. Das Losrad hat wieder. Ah, ne, wir haben kein Losrad, wir haben Loszettel. Ah, oh, hier ist eh noch fast halb offen. Die öffnen sich hier langsam, das kannst du nicht machen. Aber du kannst nicht drauf lesen. Also, nö. Gut. Augen zu und durch, du darfst anfangen. Warte, 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 ich hab 3 in der Hand. 3? Ja, ich hatte 3. Du musst 3 auf einmal auch nicht einbrochen. Ja, gleich vorbereitet. Selbst auch noch Verkaufung gehabt. Oh Gott. Oh yeah. The Rock. Got the right back. Yeah. Yeah, baby, yeah, right back. The Rock vs. Ryback. The Rock vs. Ryback, das wird ein schönes. Jetzt noch die Frage, welches Match? Warum steht der Song, wo wir irgendjemand filmen und sagen, ja, ich will unbedingt. Hey, du darfst, du darfst. Okay. Du darfst heute mal ziehen als Pastor. Schütteln noch gar. Ja, ich merk's grad. Nicht. Ja. Und es ist ein. Oh mein Gott, Submission Match. Ach du heilige Mutter. Die beiden haben nicht sowas drauf, oder? Also, nein, das, also ja, es geht. Also, so, ja, der Brock Lesnar hat noch nicht seinen super Aufgabe gemacht. Ich stell du ein, ich folge. Genau. Du machst jetzt, ich stell ein. Ja. So, ah ja, sitzt jetzt The Rock versus. Ryback. Oh mein Gott, ich bin gerade hier. Rock vs. Oh, ist ja schön. Das ist Ryback, so in einem Submission-Match. Und ihr wisst ja, wie es ist. So ein Match kann sehr lange dauern. Ja, oder auch nicht. Oder bei Next, ja, lass es, oh geil. Wir schalten jetzt ein. Bei Next, NXT meine ich. Next, warum bei Next? NXT natürlich, Next. Ja, wir schalten jetzt ein in 3, 2, 1. So. Ah, oh, das hat gut, ich hab nichts gesehen. Ja. Dann die Damen. Ah, ihr seht, wir sind jetzt mitten im Spiel. Ich will jetzt gewinnen natürlich. Weil ich habe die letzten Matches alle gewonnen, es muss ich weiter meine Serie halten. Wenn ich heute das dritte Match gewinne, bin ich Profi. Ja, wir ich kenne doch, Ryback hat diesen bösen Druck. Oh Mann. Ich habe einen Championship Team. Ja. Ich bin der Championship Team! Wow. Oh, mein Kabel hängt. Oh mein Gott. Champion. Test, test, das ist ein Test, hängt alles. So. Ja, alle, wir freuen uns sicherlich auch schon auf den 27. Januar. Ja, dann geht's nämlich endlich mit Royal Rumble weiter. Genau, da wird dann The Rock gegen Punk und den Titel kämpfen. Ich vermute ja, da kommt noch was dazwischen. Da wird noch irgendwie Ryback eingestopft. Bam, ist er ja, nee, bei Ryback gibt's noch eine Überraschung. Ich freue mich schon in 2 Wochen. Ich habe noch nicht so weit gesehen, leider. Aber ich werde es noch angucken, den letzten Fall. Weil die letzte Ausgabe gesehen haben, wissen ja, was in 2 Wochen ist. Wahrscheinlich, wenn ich das Video fertig habe, ist der 2 Wochen schon angebrochen und da ist es schon passiert. Nein, wir werden das schon versuchen. Ja. Zeitnah. Aber da guckt man mit dem produzieren. Ja. Ja. Wir sind ja noch nicht so bekannt. Wir versuchen ja gerade bekannt zu werden im Internet. Also werden wir da wohl noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber bis jetzt läuft ja alles. Ryback. Okay. Ah, scheiße. Kommt der ECW Champion. Oder ECW World Heavyweight Champion. Okay, da ist sogar noch ein bisschen besser. Ryback.
Das ist ein Hero-Ride Champion. Ja, er ist besser. Oh, gar nicht schlecht. Warum ist er besser? Ja, weil der andere ist nur ein Champion, das andere ist der World Champion. Es gibt zwei verschiedene Beispiele. Das eine ist der normale Champion, das andere ist der World Heavyweight Champion. Das ist aber der ICW World Heavyweight Champion. Achso, hat ja schon der Name World. Best in the World. Ja, genau, the best in the world. Ja, ich habe auch einen Championship-Titel, damit hast du ja schon the best in the world Championship. Best in the world Championship. Ich weiß da auch nicht. Gleich geht's los. Jetzt warten wir alle gespannt auf den Gong und dann geht's gleich richtig los. Na, erstmal noch ein bisschen frisch machen und los. Ah! Ryback ist heute sehr aufgewacht. Er weiß, es geht um einen Titelkampf. Er will halt unbedingt der Beste werden. Er möchte gerne der Beste sein. Es ist noch. Ja. Ich weiß auch nicht, was das war. Ah, oh, fuck, Mann! Eine Kombi. Mein Leo ist kaputt. Ausreden. Ja, der kann nichts einfach, das ist das Problem. Er kann schon was, da muss bloß wissen, wie es. Na, das ist ja. Das ist immer denn sein Special, da musst du immer ganz besonders aufpassen. Den hab ich immer sehr abgekriegt. Der Tackle. Ja, sei froh, es ist ein Submission-Match, da brauchst du keine Gedanken machen. Du darfst halt bloß keinen Stuhl oder so schlagen, ne? Das ist kein. Ja, ja, ich werde es nicht mehr merken, das ist mir. Kein Disqualifikationsmatch! Das wird mir aber nicht nochmal passieren. So viel kommt das nicht aufgenommen. Ja, da habe ich dich ziemlich rangekriegt. Es wäre schlimm, wenn das hier wieder passieren würde. Nein. Ich mache jetzt erstmal Ryback auseinander. Ich habe schon größere Monster auseinandergenommen, zum Beispiel Ergo Games. Aber nimm mit dem The Rock. Und mit dem Sheamus. Oh nein, das ist ein Special Move. Abwehrer. Na gut, Ryback ist fast genauso kräftig. Gleich Moves, die es gesehen haben, die wissen, dass ein Ergo Games eine Mischung aus Ryback und anderen Superstars ist. Ein bisschen von Undertaker noch mit. Hat ihn aber auch nichts gebracht. Gegen genau. Sheamus. Das hat ihm auch nichts genommen. Das ist einfach so passiert. Ich muss also sagen, das Match war auch so fair das Match hat noch nie. Genau, das. Oh ja, ja. Ah, verdammt. Jetzt wird er so ab, Alter. Ich weiß schon. Scheiße. Ich hab jetzt auch kaum. Deswegen klingt das so, aber das. Hat doch keinen. Das klingt nur so, also das ist nichts Schlimmes, ne? Das klingt. Ein Kollege so. Hat noch Hunger. Ja, der hat noch Hunger, genau. Ich bin wieder Ryback, feed me more, gib mir mehr. Und genau, und so wie Ryback will ich halt auch immer mehr haben. Ja. Solange wie das Match läuft, will ich mehr. Wenn nicht, dann bin ich satt. Wenn ich natürlich gewinne, dann habe ich natürlich noch mehr Hunger darauf. Ja, bis jetzt ist es noch nicht auszudenken, wer von beiden besser ist. Sind immer noch beide gleich gut. Ja, das ist bis jetzt wirklich noch ausgemessen, wer hier besser ist. Aber Ryback ist noch ziemlich fit, muss ich sagen. Ich krieg seinen Kopf einfach nicht kaputt. Dann lasse ich ohne zu. Ah! Wird immer dieser Konter. Ich muss ja erstmal die Leiche klappen, das ist das Ding. Das ist auch nicht so leicht, wie man sieht. Genau. Na, ja, endlich. Gar nichts gebracht, der Schlag, der war echt mächtig angesetzt, aber war total wirkungslos. Oh, der auch wieder. Der ist auch wirkungslos, aber dieser Schlag dafür bringt es dann wieder raus. Bis jetzt kann ich noch keinen einzigen Move durchbringen. Also keinen richtigen. Keinen richtigen, genau. Ich bin halt alle nur darauf an, dass wir unsere Finisher freikriegen. Also wie ein echten Match, man muss sich erstmal rantasten, mein Ding. Oh. Und Ryback fängt schon mal an.
ein bisschen ernster zu werden. Das kann aber The Rock schon lange. Oh ja. Nein! Ja! Ja. Das bringt den nicht. Und jawohl! Schönes Ding und gleich nochmal. Ja, jetzt sieht immer gut aus. Nein, was ist denn? zu früh. Nein! Hier draußen kannst du mich doch nicht sammeln. Oh Gott, was schmächen. Bin ich nicht. Ha! Mein Gott, nein! Das kann ich auch, sag ich. Ja, ihr seht schon, beide Gegner sind gleich kräftig, also keiner nimmt sich von dem anderen etwas. Beide sind gleich angeschlagen, wenn man es jetzt so nimmt. Ja, jeder hat einen Single Move vor Finisher abgekriegt und dann eben noch, oh mein Gott, überlegst dir. Ich weiß. Aber werfen ist doch okay, oder? Nein, ist es nicht. Aua. Sag doch, werfen ist okay. Ja, also, na, das Match wird jetzt langsam, das ist das Zeichen dafür, dass er schon langsam nicht mehr kann. Man darf nicht damit zuschlagen, aber man darf doch einen werfen. Ja. Ja, genau. Also, ja, jetzt willst du mich nur noch damit bewerfen oder was? Irgendwann geht's ins Ohr. Ja, schlag! Oh, hast geworfen. Ja! Okay, gut. Oh Mann, das ist so uncool. Das ist ein Unterschied. Das ist so uncool. Ich werfe das Ding und ich tue es ja nicht benutzen. Ah, verdammt. Ja, also. Wahrscheinlich hat es geklappt, weil es ausgewischt ist. Das hätte dann vielleicht diskutiert. Oh, jetzt wurde ich aber disqualifiziert, du hast mich gegen die Schadrolle geworfen. Ja, Mensch, ich hab dich dagegen geworfen. Das ist aber wieder sowas, ich hab nicht auf dich geworfen. Nein, das ist. Ah, oh, Scheiße! Jetzt kommt die Rache! Das passiert, wenn man mit Slider Treppen spielt, die haben nicht gehört. Tja, das hättest du mir gedacht, dass ich da nochmal rauskomme. Ja. Ganz locker durchziehen und weg mit dem. You are watching NXT as the WWE searches for its, and he's in a tough predicament. The attack on the skull continues. Just a dominating display. Yeah, I think we could see a lot of punishment inflicted here. Yeah. The tension, the drama. This is electric. Hey, he's going for it again. Scheiße, du hast doch dein Spear noch. Ah ne, dann. Mach da ein Clothesline-Infection.